Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Verleihung des Deutschen Kalenderpreises hier in der Kategorie Beste innovative Idee. Hier hinter mir sehen Sie die drei von der Jury nominierten Kalender, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Zunächst den Mutmacher-Kalender von Glückskinder, einer Organisation, die sich besonders um Heim- und Pflegekinder bemüht. Mutmacher-Kalender, weil dieser Kalender 12 mutmachende Geschichten ehemaliger Heim- und Pflegekinder enthält, die ihren Weg gemacht haben, trotz nicht einfacher Startbedingungen. Diese Geschichten finden sich jeweils auf der Rückseite der Kalenderblätter. Auf der Vorderseite finden sich Illustrationen und ein mutmachendes Zitat derjenigen, deren Geschichte auf der Rückseite abgedruckt ist. Über einen QR-Code kann man sich diese Geschichten auch vorlesen lassen. Wie wir finden, von der Konzeption und von der Umsetzung her ein nicht nur schöner und mutmachender Kalender, sondern auch ein innovativer Kalender. Gleiches gilt für den Arche Naturkalender, wobei die Jury hier einen anderen Blickwinkel eingenommen hat. Hier geht es um die Art der Produktion. Der Verlag hat hier nicht nur eine umweltfreundliche Ausstattung gewählt, sondern er hat den Anspruch, klimaneutral zu produzieren. Das betrifft nicht nur den Druck und die sonstige Verarbeitung, sondern das geht darüber hinaus bis hin zu zertifiziertem umweltfreundlichem Papier. Das heißt aber nicht, dass das dem Kalender irgendwie anzusehen wäre, sondern der Kalender ist hier mit einer Schutzklappe versehen, die eben Einschweißung und oder Einschlag mit Papier ersetzt. Und darunter findet sich der unbeschädigte, geschützte Kalender mit, wie gewohnt, wunderbaren und schönen Naturfotografien, versehen mit den entsprechenden literarischen Zitaten. Die Jury hat das überzeugt. Wir finden diese Herangehensweise innovativ und durchaus vorbildhaft für andere Kalenderanbieter. Schließlich zum dritten Kalender. X-Ray, die Welt in Röntgenbildern. Nun, wer möchte sich schon ein Röntgenbild an die Wand hängen? Meist erinnert das ja an eher weniger angenehme Ereignisse, wie zum Beispiel ein gebrochenes Bein. Die Jury meint, diesen Kalender sollten Sie sich schon an die Wand hängen, denn er zeigt äußerst ästhetische und ungewöhnliche Röntgenbilder, häufig in Kombination Technik und Mensch, wie hier zum Beispiel auf dem Titelbild zu sehen, aber auch auf anderen Bildern, wie etwa bei diesem Motorradfahrer oder aber bei diesem Mediennutzer, den Sie hier sehen können. Der Kalender ermöglicht uns so, neue Einblicke, neue Sichtweisen auf die Dinge, und er ermöglicht auch, viele Details zu entdecken durch diese ungewöhnliche Art der Darstellung. Natürlich ist er ganz hervorragend und hochwertig produziert und was soll ich sagen? Er ist es. Der Gewinner in der Kategorie Beste innovative Idee. Und so darf ich an dieser Stelle, lieber Ackermann Verlag, ganz herzlich gratulieren. Nochmals Gratulation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.